Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung der sowjetischen Panzerbesatzung von Global Miniatures im Maßstab 1 zu 35. Vor einer Weile schon habe ich ja die polnischen Panzerjäger von Global Miniatures schon mal vorgestellt und die Figuren ja, waren ganz interessant, hatten aber auch ein paar Probleme und ja, da dachte ich mir, es wäre vielleicht ganz interessant, ein zweites Set ein bisschen näher unter die Lupe zu nehmen, um eben, ja, etwas mehr über die Qualität dieser Figuren sagen zu können. Auch dieses Set beinhaltet wieder zwei Figuren, dieses Mal zwei sowjetische Panzersoldaten, die gerade Pause machen. Das finde ich ganz interessant. Meistens hat man ja bei Panzerbesatzungen eher ja, Figuren, die gerade aus dem Fahrzeug klettern oder einfach nur rausschauen. Die beiden Kollegen ja, befinden sich außerhalb des Fahrzeugs und machen gerade Pause. Man kann so auf einer kleinen Vignette oder auf einem Diorama eine ganz alltägliche Situation darstellen. Ja, das finde ich eigentlich ganz interessant. Wie beim vorherigen Set auch, das wir unter die Lupe genommen haben, ist der Verpackungskarton ein bisschen ja, dünnwandig und es ist auch innen kein sonderliches Polstermaterial vorhanden. Das kann ein Nachteil sein, aber ist jetzt nicht so schwerwiegend. Die Figuren sind jeweils hier in diesen wiederverschließbaren Tüten verpackt und das schauen wir uns jetzt nacheinander aus der Nähe an. Hier seht ihr die Teile der Figuren mal aufgereiht. Eine Figur besteht wirklich nur aus zwei Teilen, die andere ist ein bisschen komplizierter, da sind die Arme separat und auch hier Zubehör wie diese Taschen und der Kopf. Also ja, ist alles in allem eine ganz klassische Aufteilung. Ich denke aber, dass bei Resinfiguren es besser ist, dass man wenig Teile hat. Schauen wir uns das Ganze noch aus der Nähe an. Die Details und der Faltenwurf sind ganz schön getroffen, finde ich. Wir haben relativ viel zum Versäubern. Hier so Angussklötze, die ja, relativ leicht zum Entfernen sind. Aufwendiger wird es dann, den Gussgrat und die Fischhäute zu entfernen. Ist auch hier unten an den Stiefeln relativ viel. Das macht ein bisschen Arbeit. Das ist machbar, das ist auch nicht schwierig, aber ja, ist halt ein bisschen extra Arbeit, die man von anderen Figurenherstellern so in der Form heutzutage nicht gewohnt ist. Ja, aber die Details sind da und das ist doch eine ganz gute Basis. Und man sieht hier eigentlich auch keine wirklich schwerwiegenden Defekte wie Luftblasen oder so. Das ist eigentlich ganz gut gemacht. Und die Pose ist auch ganz natürlich. Ich finde auch schön, wie der hier seine Hände in die Taschen steckt. Das ist eigentlich ganz gut getroffen und auch sehr dünnwandig hier die Jacke. Das wirkt sehr überzeugend. Schauen wir uns dann noch den Kopf an aus der Nähe. Was ich sehr schön finde, ist hier diese Schutzkappe. Die ist sehr gut getroffen und auch extrem gut detailliert. Ja, hier hinten ein kleiner Lufteinschluss, aber das ist wirklich minimal. Und ja, sieht wirklich sehr gut aus. Auch hier diese Seitenstücke, wie die so ein bisschen abstehen. Sehr natürlich. Was ich nicht so schön finde, sind die Augen. Das sind ja, so große Vertiefungen im Gesicht. Ein bisschen besser wie bei den polnischen Soldaten, die wir vorher mal angeschaut hatten. Aber so ganz glücklich bin ich damit noch nicht. Ansonsten ist das Gesicht ja ganz nett. Sieht auch ein bisschen aus, als ob er lächelt. Das passt auch ganz gut, nachdem er sich ja mit dem anderen Soldaten unterhält. Und auch wie da die Haare so unter der Kappe rausschauen. Das ist eigentlich ganz nett. Aber wir haben auf jeden Fall schon schönere Köpfe gesehen. Kommen wir nun zum zweiten Panzersoldaten. Der hat auch eine sehr lässige Pose und stützt sich hier gerade so ein bisschen an seinem Fahrzeug ab, während er eine raucht. Auch hier ist wieder ein bisschen mehr zum Versäubern, als uns vielleicht lieb wäre, aber das ist alles machbar. Wir haben hier ein bisschen Fischhaut, wir haben hier einen Lufteinschluss, ja, ein bisschen Grat. Gerade hier jetzt an den Beinen am Oberkörper ist eigentlich alles in Ordnung.
Da sehe ich überhaupt keine Defekte. Ja, man muss halt sehen, dass die Firma Global Managers ja noch in den Anfängen steckt und so kleinere Kinderkrankheiten sind da zum Akzeptieren. Ja. Ansonsten Details sind sehr schön. Auch der Faltenwurf hier an dem Overall sehr gelungen und wir haben hier auch wieder Vertiefungen für die Anbauteile. Auch hier ist das Gesicht nicht ganz so gut gelungen. Wir haben auf jeden Fall schon deutlich bessere Gesichter gesehen, aber auch schlechtere. Ja, das ist, würde ich mal sagen, so unteres Mittelmaß. Dafür ist auch hier wieder der Schutzhelm sehr gelungen und der trägt hier auch noch so eine Schutzbrille, die wirklich sehr scharf detailliert ist. Hier dann die Arme der Figur, die sind separat gehalten in diesem Fall. Und wir haben zwei sehr große Angusblöcke. Da muss man einfach ein bisschen Vorsicht walten lassen beim Versäubern. Ja, die Hand sieht eigentlich ganz okay aus. Ganz gut detailliert. Auch hier wieder der Faltenwurf. Ja, man muss einfach bloß aufpassen hier, dass man da das schön versäubert und eventuell vielleicht auch noch mal ein bisschen drüber spachtelt mit Mr. Surfacer. Hier, der hält eine Zigarette. Aber die Hand gefällt mir nicht so. Die sieht ein bisschen matschiger aus, finde ich, von der Detaillierung. Ja, kann man aber so lassen. Also ich würde es jetzt nicht ersetzen. Und zu guter Letzt haben wir noch einen Pistolenholster und eine Kartentasche, nehme ich an. Ja, auch wieder mit großen Angusblöcken, aber an und für sich schön detailliert. Also da gibt's nichts zu meckern. Ich habe die Figuren dann für euch auch schon gleich mal zusammengebaut, damit dieser Bericht auch ein bisschen abgerundet wird. Ja, und musste feststellen, dass die Versäuberungsarbeiten ja relativ einfach waren und die Passgenauigkeit eigentlich auch ganz okay ist. Das waren beides ja Punkte, die bei den vorherigen Figuren, die wir uns angeschaut hatten, nicht ganz so optimal waren. Ja, ein bisschen versäubern muss man hier bei dem Kollegen hier an den Übergängen vom Torso zu den Armen. Das ist aber eigentlich normal. Das muss man bei den meisten Figuren machen, egal ob sie aus Resin oder aus Plastik sind. Und bei dem Kollegen hier war das Versäubern ein bisschen aufwendiger, als ich dachte. Hier diese Angüsse unten an der Jacke, die musste man vorsichtig rausschaben, um eben die Jacke nicht zu beschädigen. Und was ich ganz interessant fand, war, dass ich hier hinter der Jacke auch noch ein ganz großes Stück von der Gussform gefunden habe, das da noch so drin steckte. Das ist natürlich nicht so schön, weil jetzt natürlich auch die Gussform dazu ein bisschen gelitten hat. Aber so ist es eben. Des Weiteren hier ein großer Lufteinschluss, den muss man auf jeden Fall zuspachteln, weil das ist hier nur noch hauchdünn. Und auch bei der anderen Figur hier unten ein großer Einschluss. Ja, aber viel mehr ist es auch nicht. Die Anbauteile hier haben eigentlich ganz gut gepasst, bis auf die Tasche hier. Die ist nicht wirklich in Kontakt hier mit diesem Trageriemen, was ein bisschen schade ist. Ja, aber das ist eigentlich auch schon das Einzige. Ansonsten gibt es da nichts zu bemängeln. Im Vergleich mit den polnischen Panzerjägerfiguren, die ich in einem früheren Video mal vorgestellt hatte, ist hier vieles wesentlich besser gemacht worden. Die Passgenauigkeit vor allem ist wesentlich besser. Und wir haben auch nicht so große und gravierende Lufteinschlüsse. Außerdem sind die Gesichter ein bisschen besser gelungen, aber so ganz auf dem Niveau, wie ich es gerne hätte, ist es noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall schon ein bisschen besser. Sehr gelungen finde ich den Faltenwurf an der Kleidung. Das wirkt doch sehr natürlich und auch wirklich scharf abgesetzt von den Details her. Also da finde ich, gibt es eigentlich wenig Potenzial für Verbesserungen. Man muss auch sehen, was das Figurenset kostet. Das kostet ungefähr 10 Euro, was für zwei Resin-Figuren doch ein ganz guter Kampfpreis ist, würde ich sagen. Das zahlt man bei anderen Herstellern für eine Figur. Da sind
10 € für zwei Figuren doch ganz gut. Und da muss man natürlich dann irgendwo Abstriche machen und ja, muss dann einfach akzeptieren, dass man Teile ein bisschen ja, mehr versäubern muss und vielleicht ein bisschen was spachteln muss und so weiter. Ich finde, das ist durchaus akzeptabel und die Figuren sind es auch wert. Ich möchte die Figuren auch tatsächlich verwenden für eine kleine Dioramenszene, die ich so im Kopf habe. Da passen die ganz gut. Ich möchte mal vielleicht im Laufe des Jahres oder nächstes Jahr spätestens mal einen sowjetischen Panzer bauen, wo die ganz gut dazu passen würden. Ja, das ist sowas, das behalte ich mal im Hinterkopf und die passenden Figuren habe ich ja jetzt schon. So viel zu diesen Figuren. Ich hoffe, euch hat die Bausatzbesprechung gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hameka Barkas.